Ja, liebe Freunde, zurück auf der Albatros, wo Roland bzw. auch ich mit seinem Konterfei was an Nahrungsmitteln und Tränken gebraut hat. Ich habe aber verpasst, mich irgendwie um Laborflaschen zu kümmern. Jetzt muss ich erstmal den schlafenden, ich weiß nicht, den Magier mal aufsuchen, um Laborflaschen zu kaufen. Okay, das mache ich aber im Off und erstmal gucken, wo der überhaupt ist. Ne, also bis denne dann. Und dann gehe ich natürlich auch noch die restlichen Sachen, die ich noch an Tränken brauen kann, mixen. Da ist er. Und der hat nur 5 Laborwasserflaschen. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, mal gucken, was er denn noch alles so hat, was man brauchen könnte. Ja, Golem erwecken ist immer ganz gut als Ablenkungsmanöver. Dann haben wir hier noch einen großen Feuersturm. Kann auch nicht schlecht sein. Mittlere Wunden heilen, falls ich doch mal, ne, out of Tränke bin. So, dann haben wir noch einen Feuerball, bringt nicht viel. Eisblock ist auch sehr gut. Also, und was ist das? Feuerpfeil? Ne, okay. Dann haben wir hier noch Elixier des Geistes für mehr Mana. Fragezeichen, bringt mir das was? 1500, okay, das wären dann 4,5 Volt. Ach, die hole ich mir jetzt einfach. Zack. Gut. Ja, das würde ich erstmal so lassen. Was ist das? Schwarze Perle. Kohle, okay. Ja, okay. Wolfias, herzlichen Dank. Sodele. So, jetzt habe ich schon mal 4 Extrakte der Heilung. Ach ja, habe ich hergestellt und einen fünften gibt es nicht mehr, weil ich keine Laborwasserflasche habe. Gut. Ja, speichern. Jetzt mache ich Folgendes: Ich gehe mal eine Runde schlafen. Oder ich frage mal Hey Hawk du! mal, das ist ja das Schmiedchen. Was kannst du mir beibringen, wie man Bolzen herstellt? Ob ich das magischen Erzwaffen, sieht es mit dem Zubehör zum Schmieden aus und sonst. Es wäre gewagt, ihn zu bestehlen. Ach, wieso nicht? Weiß, das sollte man untereinander nicht machen. Hey du! Aber ich tue es, weil ich es kann. So. 63 Jolt erhalten. Magische Ich Erzwaffen. will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Welche Was? Waffe willst du herstellen? Ja, das frage ich mich auch. Was kann ich denn noch machen? Brauche ich denn überhaupt sowas? Erzbastardschwert? Nö. Ich muss mir das noch im Off überlegen, Leute. Okay, genug überlegt. Hahaha, ich mache nämlich Folgendes. Werde mich mal. Ah, hier komme ich ja noch nicht rein. Ich muss erstmal hier. Ohne den Genau. richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Jetzt werde ich mich aber erstmal hier ins Zu-Bett Raus aus begeben. meinem Bett! Ja, ist doch gut. Da war doch keiner. Wer hat sich denn hier beschwert? Gibt hier nichts zu beschweren, ist das klar. Höchstens ein Brief. So. Weil ich habe mir überlegt, ich gehe doch noch mal in meine Koje, beziehungsweise in meine Kammer. Da muss ich aber immer erstmal raus aufs Meer, bevor da unten der Schlüssel, beziehungsweise das Schloss aufgeht. So, ich segel jetzt wieder. Nee, wir müssen Varan verlassen. Wir müssen. Und warum? Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Genau. Nun gut, ich versegeln wir erstmal auf die Off. Genau, richtig. Und dann kann ich ihm ja immer noch sagen, was los ist. So, denn ist es für mich auch wichtig, wenn ich denn schon hier bin, dass ich dann auch mal in meine Butze gehe und nicht in die Ecke. Und mal ein bisschen was aufpoliere, ne? Und gucken, ob ich noch Rüstung verbessern kann oder ein bisschen was gerben. Also, ja, dann mache ich hier einen auf Tim Taylor und wir sehen uns später. Jawohl, ich habe noch ein bisschen Holz gehackt, Holz gespalten und Giftpfeile hergestellt, also was alles noch geht. Und ich habe mir noch sicherheitshalber nochmal die Assassinenrüstung verbessert. Moment. Ja, stopp. Das ist die hier, die verstärkte Assassinen-Magierrobe für irgendwelche Eventualitäten. Ja, gucken wir mal zurück. Bin nämlich auf. Ach ja, und Getränke habe ich auch noch welche gemacht. Vielleicht sollte ich mal hier mal lecker hier Elixier des Geistes trinken. Gibt 5 Mana. Wunderbar. Und nochmal.
Das ist Trank der Geschwindigkeit. Was haben wir hier? Trank der Geistesveränderung. Nee, das mache ich noch nicht. So, und Dahahan ist mir aufgefallen. Hier steht nämlich Himmelsscheibe. Eins der Adanos-Artefakte, umgeben von einer Aura, die dein Mana auf 150 erhöht. Waffen plus 25, Magie, Feuer. 50, benötigte Stärke 200. Anlegen. Cool. Cool. Sieht auch cool aus. Jetzt wissen wir auch, dass es ein Schild ist, nicht wahr? Mal gucken. Okay. Ja. Okay. Dann, im Einhandkampf natürlich blöd. Da kann ich nicht gut parieren, wenn ich den Schild habe. Okay, dann geht's wieder nach draußen. Und schauen wir mal, was unser Harald sagt, wenn er was sagt. Lass uns mit dem Training beginnen. Lass uns mit dem Training beginnen. Für Einhands, ja. Wie schon gesagt, da muss ich noch überlegen. Ich gucke noch mal auf meinen Einhänder, 98%. Vielleicht soll ich mal auf 100 gehen. Ne? Also die 2%-Pünktchen. Mal gucken. Lass uns mit dem Training beginnen. So, okay. Einhand plus 1. 4 LP, ja, dann wird es 8 LP. Mach mal 1. Jetzt haben wir 100%. Eben Einhandkampf. Gut. Exactement. Perfekt speichern. Ha, by the way, hat sich hier wieder Proviant gespawnt. Kann man immer gut gebrauchen. Beim Wolfgang unten. Das ist auch eine gute Option. So. Hallo? Wunderbar. Klappt ja. So, noch irgendwas Lustiges. Keine versteckten Spirituosen hier. Suppi, suppi. Okidoki. Na, Wolfgang, altes Haus, wie geht es? Ja, was? Versuch's mal. Klappt ja auch. So, was hat er denn noch in Ware? Gern, sieh zu, was du brauchen kannst. Nicht zu fragen. Eventuell, Laborwasserflaschen. Was wäre denn für mich noch wichtig? Ja, ja, er hat auch Laborwasserflaschen. Das ist gut. Ich hoffe, das nicht zu fragen. Gekauft. So, Dietrich habe ich selber genug. Okay. Dann kann ich ja wieder ein paar Tränke herstellen. Im Off versteht sich, aber jetzt suche ich noch Fan. Hey. Hast du noch Kraut da? So einfach ist das. Okay, dann muss ich mal nochmal oben hoch gucken. Was dem Halvar so alles noch da ist. Warte mal, ich werde erstmal speichern. Ja. Weiß. Was hat er denn für... Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ja. Welche denn? Stärke, Geschick. Okay. Gut. Ah, der ist ein Lernpunkt jetzt teurer. Weil ich 100% bin. Wahrscheinlich liegt das daran. Stärke, okay, habe ich genug. Nee, das war ja Einhandkampf. Hab ich wieder völlig verballert. Jetzt muss ich mal handhaben. Ich habe 62 Lernpunkte. Und Geschick 186. Ja, 14. Dann wäre ich auf 190. Mach ich das? Ich will meine... Mach ich das? Nee, mache ich nicht. Es gibt bestimmt noch andere Sachen, die mir, glaube ich, wichtiger sind. Wie schon gesagt, ein Eintrag ins Klassenbuch, hätte ich beinahe gesagt. Im Kommentar wird mir wahrscheinlich mehr helfen. Ui, er redet jetzt. Störe ich? Auch wenn du jetzt ein Paladin geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass auch ich dich als solchen ansehe. Okay. Damals hat man nur die Edelsten der Edlen aufgenommen. Doch das scheint heute wohl vorbei zu sein.
Ja, ich meine das schon in der Vergangenheit gehört zu haben. Ja, leider kann ich keinen finden, der mir irgendwie, ich weiß nicht, gibt es eine starke Schildparade? Ich weiß es nicht mehr. Wohin können wir jetzt segeln? So, ich stimme den Kurs. Ja, ich werde wieder Varant. Segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Gut, wir werden sofort lossegeln. Ich segle jetzt wieder zurück nach Varant. Gut, Innos möge dich beschützen. Da bin ich wieder. Moment mal, Ernst, was kannst du denn machen? Nee, okay. Da ist noch nichts. So, jetzt muss ich mich erstmal einrendern. Oder sollte es jetzt gewesen sein? Jetzt werde ich mal wieder meine Rüstung ummodeln. Guck, wo bist du? So, ist immer noch die hitzebeständige Rüstung. Okay, ja, dann müsste ich mal gucken, nochmal herausfinden, wo ich denn, war ich da drüben schon? Ich meine ja, also ich muss mich nochmal ein bisschen reorientieren, was die Geschichten angehen, also die Quests. Was da heißt, die Insel der Korsaren. Ich habe Lord Balvin mitgeteilt, dass ich nun weiß, wo sich Mendozas Insel befindet. Wir können nun jederzeit dorthin aufbrechen, um den gefürchteten Korsaren unschädlich zu machen. Mach ich später. Okay. Des Weiteren fiel mir noch auf, dass ich ja diesen hohen Knochenmagier leider nicht besiegt hatte. Der da, wo die Himmelsscheibe war. Nee, nicht die Himmelsscheibe, wo diese Karte war. Mit den Ornamentkreuzen. Vielleicht sollte ich da mal wieder zurückkehren, aber wie? Welcher Stein, Runenstein, bringt mich dahin? Da muss ich wieder mal gucken, wo das nochmal war. Diesen Weg wieder zu rekonstruieren. Hoa. Also ich bin ja ehrgeizig. Ich muss noch diesen Knochenmagier finden, der runtergefallen ist. Ist er dann ganz unten oder ist er wieder da oben irgendwo? Hier, das ist, glaube ich, das kleine Ding da. Da müsste ich da mal rüber. Gut, okay, dann werde ich dann mal runterjumpen und da wieder einen Weg zu finden. Und zwar geht es ja hier runter, das wisst ihr alle. So, hat mir ein bisschen wehgetan, aber ich brauche schnell eine Abkürzung. Okay, wir sehen uns dann, wenn ich den hohen Knochenmagier gefunden habe. So, jetzt bin ich wieder bei einem Ausgangspunkt der knorrigen Eiche. Oder ist das eine Eiche? Ja, das ist wohl eine Eiche, jedenfalls der Rinde nach zu urteilen. So, und das hatten wir damals übersehen gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt. Machen wir erstmal so. Ich hoffe darauf, dass die wieder zurückgespawnt sind. Da, wo sie standen. Hier, Knochenkrieger, da ist ja noch einer. Okay. Ahahaha. Das wird lustig. Abgespeichert habe ich. Gucken, wie viel das dann sind. Okay, er zieht auch eine Waffe. Oh, da ist er. Da ist er, der hohe Knochenmagier. Wie sieht es denn auch im Knochenkrieger aus? Ja, da ist er. Krieg ich ihn von hier? Oh, Moment. Ach ja, kommt doch durch. Okay. Stopp mal, einmal hat das nicht geschafft. Da gibt es einen Punkt, wo ich den kriegen könnte. Ja. Ich treffe, ne? Er trefft mich nicht. Ihr seht ja da rechts, da kullern die Pfeile von ihm runter. Das sind immer so Details, so, da kommt's echt auf ein Millimüh an. Ach ja, okay, dann haben wir den Knochenkrieger auch schon mal erst weggeballert und mit dem Knochenmagier, gut, okay, ich könnte ihn ja wieder mal ablenken mit einem Spruch. Und
Schauen wir mal. Speichern. So. Golem erschaffen. Ja. Dann gucken wir mal, ob du ihn mitkriegst. Geh mal einfach direkt dahin. Da ist er. Genau. Nein, jetzt fällt dieser blöde Golem runter. Oh, das braucht aber lange hier. Jetzt bin ich auch noch getroffen worden. Und kaputt. Mist. So, noch einmal knuspern. Und schnell dahin rennen und versuchen, ihn gegen die Wand zu bringen. Ah, Mann. Bin ich wieder aus dem Takt. Aber dafür ist er ja ein bisschen verlangsamt worden. Nein! Oh. 900. Okay, ich hab's geschafft. Wow. Gut, dann mal wieder was essen und speichern. Ja, bei der Dunkelpilzsuppe, die ich jetzt alle aufgegessen habe, die ich gemacht habe, habe ich noch 5 Mana. Plus 5 Mana gekriegt. Gut. Verbirgt sich hier noch jemand? Ich glaube nicht, weil hier geht's ja nicht mehr runter. Ja, dann haben wir hier, das ist immer noch hier Schatzsuche in der Westwüste, ist immer noch grün. Aber die Himmelscheibe, da müsste ich ja, stopp, da müsste ich ja zu einem Armenophis. Das war doch der mit dem Goblin als Freund. Wie komme ich denn da jetzt hin? Aber erst, glaube ich, muss ich ihn hier noch looten. Ne, habe ich schon, okay. Nee, das war ja der hohe Magier. Hier. Ihn hier, genau, den müsste ich nochmal looten. An dieser Stelle habe ich mal einen Sprung gemacht und bin mal wieder hier zu diesem, zum Eingang, hier über die Brücke, am Eingang von diesem, ja hier Himmelstempel oder zu diesem Felsenberg hin. Und ich mache jetzt hier gerade am nächsten Tag weiter, habe jetzt ungefähr die Hälfte dieser Folge rum, um noch irgendwie herauszufinden, wo ich denn als nächstes hin muss, beziehungsweise ich weiß es ja, bloß das zu rekonstruieren, habe ich da mal einen halben Tag für gebraucht, um es wieder irgendwie ins Gedächtnis zu kriegen, wie war denn das nochmal, wegen Jakenda und oh, Leute, das ist echt müßig und zeitaufwendig, und da wünschte ich mir doch tatsächlich, es gäbe Runen, die direkt kurz vor dem Weltenwechsel, sei es jetzt in der Höhle oder, ja, meistens ja sind ja die Weltenwechsel immer irgendwo in solchen Höhlen drin oder in solchen Durchgängen drin. Und das wünsche ich mir echt total, ohne dass man mit einer Rune irgendwo an irgendeine Stelle und dann erstmal Kilometer weit wandern muss, um dann zu sagen, ach ja, bei der Ogerhöhle war ja noch so ein Weltenwechsel. Und deswegen mein Vorschlag an das Odyssey-Mod-Team, und jetzt wird's spannend, vielleicht ist das ja realisiert worden oder noch nicht, und zwar eine Rune, die da heißt, so von wegen Weltenwechsel zu Jakenda oder ja, ne, und dann sagt man natürlich, ja, das geht natürlich nicht sofort, sondern was ich meine ist, dorthin, da wo der Weltenwechsel ist, und zwar ein paar Schritte vorher eine Animation einbauen, dass dann der Held sozusagen dann automatisch in den Weltenübergang hineintritt und dann kommt der Ladebildschirm. So habe ich mir das vorgestellt, nur halt eben so als kleine Idee meinerseits. Ich mache jetzt mal wieder einen Sprung, um das auszuprobieren, was ich von Alain bekommen habe als Tipp. Und zwar handelt es sich um die Portale. Und zwar um die Teleport-Plattformen hier. Die sollten ja jetzt aktiviert sein. Tatsache, sind sie. Beziehungsweise dieser hier. Okay, da gab es wieder einen Eintrag. Die Himmelscheibe. Der Teleportstein führt zum Teleporter im Himmelstempel. Okay, haben wir das auch.
Aber sonst auch nix. Funzt das auch noch bei den anderen? Also bei den anderen Portalen ist das immer das Gleiche, so wie ich das verstanden habe? Jawohl. Dann gucke ich nochmal nach. Anhand dieses Teleporters. Ja, okay, führt mich auch hier hin. Denn Alain, vielen Dank überhaupt, hat mir geschrieben, nachdem ich das letzte Ornament aus der Truhe gezogen habe, also in meinem Falle das Dreieck, wären die schon aktiv gewesen. Also so habe ich das jetzt aus seinem Kontext her verstanden. Gut, okay, dann machen wir jetzt mal einen ganz krassen Sprung. Und zwar, wir müssen ja irgendwie nach Jacenda kommen. Und zwar möchte ich wieder ganz gerne nach... Wohin können wir jetzt segeln? Korinnes segeln. Ich stimme den Kurs selbst. Ja. Caldera, Tamora, Varant, Korus, Korinnes. So. Segeln wir zur Hafenstadt Korinnes. Gut, wir werden sofort lossegeln. Okay, dann werden wir erstmal zur Hafenstadt rüber beamen. Nachdem ich mir meine ganzen Runen neu angelegt habe. Gut, jetzt wären wir hier. Überleg ich mir, wo finde ich denn den Dragomir? Ja, hier ist er nicht. Doch zunächst statte ich Ruger mal einen Besuch ab und stehle mal seinen Schlüssel. Okay, Turmschlüssel 3. So, dann würde ich doch mal davon ausgehen, dass ein Turmschlüssel 3 vielleicht irgendwo, der Turm irgendwo hier ist. Da kann ich aber später zu kommen. Nicht wahr? Hier ist ja kein Turm oder was? Oder wie? Oder wieder was? So, okay. Suche ich mal weiter nach Lehrern, denn der Dragomir ist ja draußen. Er befindet sich ja nicht in der Stadt. Was sagt denn André? Nee, er sagt noch nichts. Stadtwachen? Gut. Oh, das ist so lange her. Heck. Rüstung kaufen, Quatsch. Okay, dann werde ich mich wohl mal nach draußen begeben. Noch ein bisschen was bei Zuris einkaufen, Tränke und Sprüche. Das überspringe ich. Und bei der süßen Sarah zeig mir deine Ware. Meinen ganzen Klumperquatsch, den ich hier mitführe, werde ich auch noch verkaufen. Auch der Bäcker hat wieder ein Vollkornbauernbrot in seinem Reservoir. Welches ich dann natürlich auch kaufen werde, gibt mir Stärkepunkte. Hat der vielleicht noch was Neues? Nein? Okay. Da hat er wieder noch Zeit gebraucht, neues Brot zu backen. Okay, weiter geht's. So, da ist denn der Herr Dragomir nix, dir nix. Nein, ich brauche nämlich, gucken wir mal. Wir haben nämlich Bogen 82, Einhänder 100%. Mehr würde nicht bringen, laut Alain. Aber über Bogen... über 100% zu kommen, wäre natürlich nicht schlecht. Das war der Tipp von der letzten Folge. Dann werde ich doch mal gucken. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust und mit dem Bogen. So, zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Wie teuer bist du denn? Plus 5, 15 und 3. Jawohl, dann machen wir erstmal. Jetzt haben wir 5. Jetzt haben wir 10, jetzt haben wir 93%, hahaha, jetzt haben wir 20. So, 93%. Okay, 98%. Mal gucken, jetzt habe ich jetzt wieder, wie viel habe ich denn jetzt noch? Ich muss eben gucken, wie viel ich habe. Ich müsste noch irgendwas an die 10 haben. Ja, 12, also 12. Das hieße 97%, also noch 3 Stück. So, Boginger. Zeig mir den Umgang. Ja. Ja, kostet einer 4 Lernpunkte. So. Zurück. Ein Kuckuck. 100% Bogen. Ist genau hingekommen. 0 Lernpunkte. Supi, speichern. So, jetzt kommt natürlich die Geschichte, wie ich nach Jacenda komme. Teleport zur Ogerhöhle. Da gab es ja diesen einen Übergang. Ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Richtung das ist, aber auch das werde ich überspringen.
Ah, da war die Richtung schon mal okay. Also ich bin, nachdem ich teleportiert worden bin, links runter. Das habe ich noch in einer meiner alten Folgen nochmal gesehen. Da musste ich nur zwei alte Folgen angucken, um mir das wieder in Erinnerung zu bringen. Yes. So, da waren wir dann da auch schon. Ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwie noch was erwischen kann. Glaube ich aber nicht. Jetzt müsste ich dann wieder... Moment mal. Nee, da nicht. Komme ich denn hier gleich ins Piratenlager? Auch da bin ich. Hallo Peoples. Hallo Piraten, wie geht's euch? So. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgeschrieben habe. Deswegen sollte ich... Also um zu Armenophis zu kommen. Oder Armenophis. Warum hast du denn noch hier deinen Spruch in der Hand? Sup, 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 sup. Gibt es hier auch mal was Neues? Ich glaube, erst bei Kapitelwechsel würde es was Neues geben. Ja, genau. So, dann haben wir nämlich hier wieder diese Plattform. Also um hier reinzukommen, kommen wir ja wieder auf diese Plattformgeschichte. Genau. Speichern. Ja, und jetzt mal die fünfte Karte des Seers. Wieder mal positioniert und angeguckt und ich muss nach rechts. Da irgendwo ist denn der Armenophis, ne? Okay, dann werden wir das mal in Angriff nehmen und ich hoffe, dass ich das noch schaffe für diese Folge. Könnte hinklappen, wenn ich es denn überspringe, weil das kennen wir. Aber wenn noch irgendwas Unerwartetes passieren sollte, ich bin dann wieder da. Ja, ich weiß. Bin wieder auf meine alte Geschichte reingefallen. Ich muss ja hier durch. Wäre ich beinahe wieder in die völlig falsche Richtung gelaufen. Aber hier kommen wir ja direkt zu Armenophis raus. Ne, also. Armeno. Da ist er. Armenophis. Ja, habe ich doch richtig ausgesprochen. So, Herr Armenophis, ich habe was für dich dabei. Ich habe die Himmelsscheibe gefunden. Ach, heilen kann er mich auch mal. Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht der Heilung. Achso, dachte ich wäre jetzt noch... Okay, so jetzt aber mal. Ich war im verborgenen Tempel und habe die Himmelsscheibe gefunden. Hier ist sie. Dann gibt es den verborgenen Tempel also wirklich. Es geschehen wirklich noch Zeichen und Wunder. Aber vielleicht war es falsch, die Himmelsscheibe aus dem Tempel zu nehmen. Sie war da vermutlich sicher. Ja. Nicht, dass uns Adanos deswegen zürnt. Sie war dort überhaupt nicht mehr sicher. Aha. Die Schergen Belias waren ebenfalls schon an diesem Ort. Welch ein Frevel. Belias Kreaturen an diesem heiligen Ort. Dann waren sie tatsächlich auch hinter der Himmelsscheibe her. Und ich glaubte erst, dass sie nur nach der Klaue suchen würden. Sie wollten alle beide. Willst du das Artefakt haben? Ehrlich gesagt, hatte ich mir bisher hierüber noch keine Gedanken gemacht. Ein alter Mann wie ich wird kaum in der Lage sein, den Schild gegen irgendwelche Angreifer zu verteidigen. Auch wüsste ich kein passendes Versteck für das Artefakt. Ich denke, dass du am besten den Schild behältst. Ich? Ja, du hast dich als würdig erwiesen und bist stark genug, das Artefakt gegen die Schergen des Bösen zu verteidigen. Außerdem glaube ich, dass dir das Artefakt noch gute Dienste leisten wird. Trotzdem, du überlässt mir einfach so ein göttliches Artefakt. Hältst du mich vielleicht für ein Avatar des Adanos? Ich weiß nicht, ob du Innos oder Adanos dienst, aber ich weiß, dass du auf keinen Fall Belia dienst. Du wirst also die Macht, die dir Adanos mit dem Schild übertragen hat, nicht missbrauchen. Nein, das werde ich nicht. Nun, dann ist alles gesagt. Folge deiner Bestimmung. Okay, bei Armenophis war das doch so, da hat er dich gefragt irgendwie, wen glaubst du, Adanos, Innos oder Belia, durfte man nicht sagen und ich weiß gar nicht mehr, was habe ich ihm geantwortet, entweder, ich glaube, ich war neutral, weil
Ja, der sagt dir so von wegen, ich weiß ja nicht, ob du Adanos oder Innos dienst. Würde mich mal interessieren, ob dann auch die Sprache, seine Antwort anders sein würde, wenn ich ihm zuvor gesagt hätte, ich diene Innos oder Adanos. Gut, hier könnten wir auch wieder was machen. Doch, gucken wir, was im Logbuch stehen tut. So, Schatzsuch, okay, das ist wieder da. Der Seher, das ist ja unser Seher. So, Moment, ich habe Pyramide, also ich habe Amenophis mitgeteilt, dass ich die Himmelsscheibe gefunden habe. Ich darf sie für den Kampf gegen das Böse behalten. Schön, das ist gut, dass wir das haben. Und ich mache jetzt auch mal für diese Folge Schluss. Boah, 2 Tage habe ich gebraucht. Kann sein, dass ich es in dieser Woche nicht zu 4 Folgen schaffen. Ich muss noch andere Sachen machen. Aber in diesem Sinne, liebe Leute, liebe Freunde, abonniert Odyssey, tragt euch dort ein und ja, dann sehen wir uns dort. Spätestens im Januar. Tschüss.